Lass uns ein bisschen über das Yu-Gi-Oh! Meta reden, denn das hat sich in den letzten Monaten ein bisschen verändert. Ich habe das Video schon länger nicht mehr gemacht und jetzt haben wir November schon Mitte des Monats. Ich lege einfach mal los. Wir haben hier wieder eine wunderbare Tierlist mit dem Deck to Beat, logischerweise Tier 1, Potenzial, Tier 2, spielbar und ich habe einmal Küchentisch hinzugefügt. Das ist meine Nicht-Competitive-Kategorie. Macht damit, was immer ihr wollt. Wenn ich ein Deck da ranke, wo ihr denkt, das gehört dann nicht hin, schreibt es mir gerne in die Kommentare mit einer Begründung, welches Deck würde ich picken, um damit die größtmöglichen Chancen zu haben, zu gewinnen. Und das Deck to Beat ist immer das Deck, auf das sich die meisten Leute vorbereiten. Damit wir das einmal haben, gehen wir jetzt einmal in die Tierlist rein. Das erste ist einmal Birds und das packe ich in Tier 2. Frühreifer Reese ist ein Deck. Es ist immer noch ein spielbares Deck. Es brickt aber inhärent sich kaputt. Also es kann halt extrem gut sein, es kann aber auch extrem Trash sein. Deswegen nehmt es, wie ich sage. Ich persönlich würde das Deck nicht spielen, aber es ist auf jeden Fall eine Option, die man picken könnte, wenn man auf die anderen Decks keinen Bock hat. Dann haben wir einmal Centurion. Das neue Deck, was jetzt rauskommt. Ich glaube, heute, wenn das Video online geht, vielleicht auch nächste Woche, je nachdem, wann das Video jetzt kommt. Das ist ein Deck, was ich noch nicht komplett einordnen kann. Ich habe das Gefühl, dass das Deck könnte extrem gut sein, deswegen packe ich es so Potenzial. Denn der Lock mit Calamity ist schon gut. Es ist eine komplett neue Mechanik. Es gibt noch keinen soliden Deckbild, der wirklich das Deck komplett aufgreift. Wir haben noch keine Turniergames logischerweise, weil das Deck ja jetzt komplett neu sein wird. Ich glaube aber, das Deck könnte echt gut sein. Den Rest lasst mir gerne in den Kommentaren da. Vielleicht habt ihr schon was crazy gefunden und das ist das krasse Deck aller Zeiten. Schreibt es mir. Dann machen wir einmal weiter mit Chimera. Chimera ist ein solides Tier 2 Deck. Ich glaube nicht, dass jetzt das Deck unglaublich schlecht ist, unglaublich gut ist. Es holt extrem viel Advantage raus. Das Problem bei dem Deck ist, ihr könnt 3 Runden lang 8 Karten auf der Hand haben, aber dann könnt ihr mit den 8 Karten nichts mehr machen, weil ihr habt nichts mehr. Und das ist ein bisschen das Problem. Das heißt, das kann nicht recyceln, das heißt, alles ist im Friedhof und ihr müsst dann schon irgendwie gewonnen haben. Die meisten Duelle dauern natürlich nicht so lange, aber das kann euch öfter mal so einen Sieg kosten, wenn ihr dann die eine Karte nicht mehr habt, auf die ihr eigentlich gehen müsst, oder ihr habt Karten auf der Hand, die eigentlich tot sind, die nichts machen. Kann alles dazu führen, dass ihr halt nicht gewinnt. Das nächste Deck ist einmal Despia. Das packe ich einmal zu Tier 2, genau wie Chimera. Denn ihr könnt ja auch Despia mit Chimera spielen, ihr könnt Despia mit den ganzen Büstierkarten spielen, ihr könnt das spielen, wie ihr wollt. Das ist wirklich, wirklich ein solides Deck. Ist für mich aber kein Top-Contender im aktuellen Format. Würde ich persönlich nicht spielen. Dann machen wir einmal weiter mit Dragon Link. Ich packe Dragon Link mal zu Tier 1. Eigentlich ist Dragon Link für mich so ein 1,5-Tier-Deck, aber das mache ich ja nicht, deswegen habe ich es halt da rein. Ich könnte auch das Potenzial packen, nur was Dragon Link kann, wissen wir eigentlich schon. Deswegen, es ist ein gutes Deck, wird auf jeden Fall toppen, es wird gut spielen. Das heißt, wenn ihr so ein Deck spielt, das ist relativ konstant mit den Bisseals, die wieder relevanter sind, auch im Main Deck, kann das Deck auch ein bisschen mehr reißen. Es gibt viel mehr Decks, gegen die Bisseals jetzt gut sind, dadurch, dass wir den Rise Hard nicht mehr haben. Deswegen, Dragon ist auf jeden Fall ein gutes Deck. Auch wenn es ein bisschen Highlander ist, aber das ist trotzdem ein gutes Deck. Haben wir einmal Pendel und das kommt zu Küchentisch. Spielt es mit euren Freunden. Aber bitte nicht auf dem Turnier, bitte nicht. Lass ihn einfach mal so stehen. Dark World ist ein gutes Deck. Ja, packen wir auch mal zu Tier 2. Ja, also wenn es First geht und ihr könnt den Gegner halt komplett handloopen, krasses Deck. Wenn es das nicht kann, nicht so krass. Wenn ihr Second geht und ihr habt nicht die richtigen Karten, um das gegnerische Board zu brechen, nicht so geil. Es ist kein schlechtes Deck. Mir persönlich ist es einfach auch ein bisschen zu langweilig. Ich finde, das macht gefühlt immer das Gleiche, deswegen finde ich es jetzt nicht so geil. Exorcista. Ich pack's mal zu spielbar. Wenn ihr spielen wollt, meinetwegen spielt's. Ich sehe zwar keine Upside dazu, das Deck zu spielen. Es hat ein paar ganz solide Karten. Ich habe immer das Gefühl, dass es ein bisschen zu viel Setup braucht, damit es wirklich gut spielen kann. Und das macht es für mich halt zu einem spielbaren Deck, aber keins, was ich für ein Turnier jetzt picken würde. Haben wir einmal Horus PK, packe ich auch mal zu spielbar. Alle haben erwartet, dass die Horus Engine unglaublich krass einschlagen wird. Ich glaube, die PK-Variante ist mit so die beste. Ihr könnt das mit PK, mit Adventure zusammen spielen, also alles in so einem kleinen Haufen zusammen. Ist auch kein schlechtes Deck. Ich glaube aber, es macht nicht genug. Ich habe das Gefühl, dass die Horus Engine in der näheren Zukunft ein Deck bekommen wird, wo das besser drin passt. Das ist kein Deck, was aktuell draußen ist. Ich habe aber das Gefühl, weil die Horus Engine ist legit richtig gut. Ich glaube aber, es gibt Decks, wo die besser reinpasst. Wahrscheinlich sogar Dark World, wenn ich mir das gerade so überlege. Aber ich glaube, PK ist nicht das Nonplusultra für die Engine.
aber aktuell das beste Deck, was mit dem Deck gepairt werden kann. Haben wir einmal Infernoble und Infernoble packe ich auch mal zu Tier 1. Hört mich an. Pack ist mit dem Deck jetzt Top 3 gegangen. Das hat meine Entscheidung natürlich ein bisschen beeinflusst. Das Deck selber, wie Pack das gebaut hat, ist das richtig gut. Und dadurch, dass diese Deckliste richtig gut ist, dadurch werden auch mehr Leute dieses Deck spielen und noch logischerweise mehr Erfolge mit dem Deck erzielen. Ob das Deck jetzt bei der nächsten YCS genauso erfolgreich sein wird, wie das Pack gespielt hat, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass das ein Contender ist, den wir sehr viel sehen werden. Einfach weil das ein bekannter YouTuber gespielt hat, der damit gut performt hat und das Deck wirklich gut ist. Und ich glaube sogar, Joshua hat in einem Video gesagt, dass das Deck nicht schlecht ist und er Bock drauf hat. Das sind alles so Sachen, die halt dafür sorgen, dass solche Decks halt mehr gespielt werden, obwohl vielleicht nicht die besten Decks sind, die man picken kann. Aber es ist ein gutes Deck ist, was, wenn man es gut spielen kann, wirklich halt für Erfolge sorgen kann. Dann kommen wir zu Kashtira. Ja, auch wenn es mal ein krasses Deck war, irgendwie ist es ohne Rysard und es ist halt immer noch spielbar, aber ich würde es offen hier im Turnier nehmen. Ich würde es nicht mal als spielbar bezeichnen, weil alle anderen Decks deutlich besseren Job machen. Dann kommen wir zu Labyrinth. Und ich packe Labyrinth mal zu Potenzial. Einfach, weil ich nicht weiß, wo ich es einladen soll. Weil Labyrinth ist so ein Deck, mal taucht das irgendwie 5 oder 6 Mal im Topcard auf und mal taucht das gar nicht auf. Und ich verstehe immer nicht, warum das so inkonstant ist. Denn inhärent ist das Deck halt richtig gut. Und deshalb packe ich so Potenzial, weil ich nicht weiß, wo es auftauchen wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das sehr weit oben sehen. Dann haben wir einmal Manadium. Das packe ich auch mal zu Tier 1. Ich sehe das auf derselben Stufe wie jetzt Dragonling, Infernoble. Ist ein gutes Deck. Es macht seinen Job richtig, richtig gut. Und es ist ein Combo-Deck. Wenn es First geht, gewinnt es in der Regel das Game. Dann kommen wir zu Mikanko. Dann packe ich mal zu Tier 2. Die Mikanko-Varianten, die wir jetzt gesehen haben, die jetzt so aufgetaucht sind, die immer mehr getoppt haben, die sind gut. Alle haben gesagt, Mikanko könnte ein Deck werden, was gut wird. Und ich glaube, jetzt haben wir ein Deckbild gefunden, der funktioniert und der auch konstant gute Ergebnisse erzielt. Und dazu kommt noch, dass viele nicht wissen, was die Mikanko-Karten tun. Wenn ihr auf ein Turnier geht übrigens, lest euch die Mikanko-Karten durch, denn die können vor Targeten schützen, vor Zerstörungen, die können eure Monster bouncen, alle diese Shenanigans. Lest euch die Karten mal durch, das ist wirklich, wirklich nicht schlecht. Haben wir einmal die Plans, die packe ich gleich mal daneben. Ich habe schon so oft darüber geredet, es... Was soll ich sagen? Es ist ein Deck, was ist gut, es ist spielbar und das war's. Lest euch die Karten durch, dann verliert der Gegner auch nicht mehr. Poli packe ich auch mal in Tier 1, gehört für mich in dieselbe Riege rein. Macht ähnliche Sachen wie die anderen Decks, ist ein gutes Deck. Ich glaube, Joshua hat auch gesagt, dass das in Time so ein bisschen Schwierigkeiten hat, weil das Deck natürlich extrem lange spielen muss, damit es halt auch gewinnen kann. Sehe ich, ich finde trotzdem, dass es mit zu den besten Decks im Format gehört. Danach kommen wir einmal Rescue Ace. Das packe ich zu Deck to Beat. Weil das wahrscheinlich eins der Decks ist, was die meisten Leute erwarten werden, dass es gut performen wird. Und dass dafür halt die meisten Leute sich auch irgendwie vorbereiten werden, dass das Deck im Format auftaucht und dass sie dagegen spielen. Und deswegen ist es für mich das Deck to Beat. Ist aber nicht das einzige Deck to Beat, da kommen wir gleich noch zu. Aber das ist auf jeden Fall das Deck, wo sich auch viele Leute auch vorbereiten werden. Dann kommen wir einmal zu Salamangreat. Ist ein spielbares Deck. Auch wenn es wieder getoppt hat, ist kein schlechtes Deck, ist ein gutes Deck, aber es ist einfach nur spielbar. Dass es so ein Deck toppen kann, ja klar. Aber es ist jetzt nicht das krasse Deck, was ich spielen würde. Das gleiche gilt für Sprite. Das Deck ist gut, konstant, aber gefühlt ein bisschen power-crapped durch die anderen Karten. Little Knight gibt dem Deck natürlich wieder ein bisschen mehr, sagen wir mal, Power. Ich weiß nur nicht, ob das reicht, um das Deck wieder in höhere Tiers zu heben. Aber es ist auf jeden Fall kein schlechtes Deck. Tier Shizu packe ich auch mal zu Tier 2. Wahrscheinlich sehen das viele Leute noch weiter oben. Ich persönlich nicht. Es ist immer noch ein extremer Gamble. Vielleicht bin ich da auch komplett aus dem Loop raus. Aber ich sehe halt nicht, wie das Deck konstant gut sein kann. Gerade wenn die anderen Decks im Format meiner Meinung nach einen deutlich besseren Job machen, First zu gewinnen und Go Second konstante Sachen zu machen. Dann Trap Tricks. Gut für den Küchentisch. Tut mir sehr leid, das zu sagen, weil ich bin das Deck... Ich finde das Deck selber sehr cool, aber ich habe das Gefühl, es kann mit dem Rest vom Format nicht mithalten, weil das Go Second einfach nichts macht. Und das Go Second nichts machen ist in einem Format, was extrem kombolastig ist, schwierig. Dann kommen wir zu Unchained. Das ist auch ein Deck to Beat, wer jetzt was erwartet. Wahrscheinlich sogar eher so rum, dass sich mehr Leute auf das Deck vorbereiten als auf das Deck. Für mich ist wahrscheinlich Unchained das beste Deck im Format. Ich sehe jetzt Rescue jetzt nicht ganz so stark wie Unchained.
Das sehen wahrscheinlich viele anders. Ich sehe das allerdings genauso. Und dann machen wir weiter mit Vanquish Soul. Das ist das letzte Deck für heute. Das packe ich so spielbar rein. Es hat auf Borussia Dortmund viel getoppt. Danach gar nicht mehr. Und das Deck selber ist halt nicht schlecht. Mit den Worten lasse ich es dabei. Es könnte natürlich deutlich besser sein. Aber es ist auf jeden Fall kein schlechtes Deck. Das war meine Tierliste für November 2023. Ich werde nächsten Monat auf jeden Fall wieder eine machen. Denn wir werden ja die YCS haben in Bologna. Und danach werde ich auch meine Tierliste machen. Bis dahin oder rein. Ciao, Leute.